Sondersitzung. Und natürlich geht es hier vor allen Dingen um die vorstehenden Wahlen. Aber dieser Haushalt wird eigentlich alle 4 Jahre zur gleichen Zeit gelesen. Jetzt Katrin Göring-Eckardt, die Spitzenkandidatin der Bündnisgrünen. Was Sie hier abgeliefert haben, so oft wie Sie gesagt haben, dass was alles nicht ohne die Linke geht, man muss ja schon denken, Sie haben Sorge, nicht im nächsten Bundestag vertreten zu sein. Das wundert mich nicht. Das wundert mich nicht, wenn ich mir angucke, dass Sie nicht nur in Sachsen und Thüringen inzwischen halbiert sind. Aber ich sage Ihnen eins. Mit der Art von Selbstgerechtigkeit helfen Sie keinem Arbeitslosen, helfen Sie keinem, der in Armut lebt, helfen Sie noch nicht mehr einem Ossi. Es braucht eine andere Politik und keine Schnöselsprüche von Ihnen, Herr Giese. Und dann will ich gerne auf das eingehen, was die Bundeskanzlerin ja immer wieder sagt, nämlich, dass wir gut dastehen. 70% der Arbeitnehmer haben heute niedrigere Löhne als vor 10 Jahren. Die Produktivität hat sich seit 1999 immer weiter verschlechtert. Die Investitionsquote ist in 2012 von über 20 auf 17% gesunken. Und jetzt werden Sie wieder sagen, das sei Schwarzmalerei. Das ist nicht meine Erfindung. Das sagt einer der renommiertesten Wirtschaftsexperten, nämlich Marcel Fratscher, der Chef des DIW in Deutschland. Das ist die Realität. Aber ich habe gelernt, Ihre Behauptung, Deutschland steht gut da, das ist nichts anderes als eine Illusion. Aber Sie haben keine Lust mehr, sich unterbrechen zu lassen in Ihren Illusionen. Sie haben keine Lust mehr, darauf die Realitäten anzuschauen. Das haben wir auch am Sonntag im Duell gesehen, als jemand versucht hat, Ihnen mal eine Zwischenfrage zu stellen, Frau Merkel. Und Tatsache ist, ja, wir leben in einem reichsten Land, in einem der reichsten Länder der Erde, aber Millionen von Menschen haben nichts von diesem Reichtum. Die Bildungs- und Aufstiegschancen sind verdammt ungleich verteilt. Der Zugang zu dieser Gesellschaft ist reglementiert. Es ist an vielen Stellen eine blockierte und an vielen Orten eine geschlossene Gesellschaft. Akademikerkinder haben eine 6-mal höhere Chance auf Aufstieg als die Kinder von Eltern ohne Studium. Und dem reichsten Prozent der Bevölkerung gehören 35% des gesamten Vermögens, den reichsten 10% sogar 2/3. Nein, Deutschland geht es nicht gut, in Deutschland geht es einigen gut. Wenn Sie sagen, Deutschland steht gut da, dann meinen Sie mit Deutschland nicht die Deutschen, sondern die Privilegierten. Und das ist der Unterschied zwischen Ihnen und uns, Frau Merkel. Aber wir brauchen keine Politik für wenige. Für solche, die die Handynummer der Kanzlerin haben oder wenigstens die des Kanzleramtsministers. Wir brauchen eine Politik für alle Menschen, egal ob gut verdient oder mit Hartz IV, egal ob alleinstehend oder in Familie, egal ob mit reichen oder armen Eltern, egal ob sie in Deutschland geboren sind oder anderswo. Eine bessere Zukunft muss für alle möglich sein. Eine Zukunft, die aus einer intakten Infrastruktur besteht, die ein gutes und bezahlbares System sozialer Sicherheit bietet, ja selbstverständlich mit funktionierenden öffentlichen Institutionen, mit Bildung, die gleiche Chancen schafft. Um all das zu schaffen, fehlt aber eine entscheidende Voraussetzung, nämlich ein handlungsfähiger Staat, nämlich eine handlungsfähige Regierung. Und ja, es fehlt auch eine handlungswillige Kanzlerin in diesem Land, um das zu verbessern. Diese Kanzlerin handelt nicht, meine Damen und Herren. Und das liegt nicht. Das liegt nicht daran, dass sie Ossi ist. Das liegt auch nicht daran, dass sie Frau ist. Das liegt noch nicht mal daran, dass sie Tag und Nacht per Babyfon Herrn Seehofer betreuen muss, weil der permanent rumschreit und deswegen nicht zum Regieren kommt. Nein, Frau Merkel handelt nicht, weil sie keine Ideen für die Zukunft hat, weil sie auf Sicht fährt, und zwar am helllichten Tage, weil sie am Gängelband der FDP hängt, weil sie sich von der Krise das Programm hat schreiben lassen, anstatt eine Idee zu haben. Ihnen macht Regieren Spaß, Frau Merkel, haben Sie gesagt, weil es an jedem Morgen neue Probleme für Sie gibt. Ja, wir hätten wenigstens am Abend gern mal eine Lösung für eins der Probleme, das Sie auf den Tisch bekommen. Frau Bundeskanzlerin, jetzt ist eine neue Phase angebrochen, eine, in der ohne Ideen nichts mehr geht, in der es ohne Ideen zu immer neuen Krisen kommt, nicht nur im Inland, sondern eben auch im Ausland. Es reicht nicht mehr, rumzulavieren.
Es reicht nicht abzuwarten. Nicht in Europa, nicht gegenüber Russlands homophoben Diktator, erst recht nicht in der Energiepolitik. Sie sind dabei, das Land müde zu lächeln, das dringend Aufbruch braucht, Frau Merkel, und deswegen braucht es den Wechsel. Bisher haben Sie in Europa ein Krisenmanagement gemacht. Jetzt müssen Sie eigentlich mal sagen, wohin Sie wollen mit Europa. Wir sind doch ein Europa der Menschen und nicht ein Europa der Banken. Und ja, wir brauchen Leidenschaft für ein Europa, in dem junge Leute Hoffnung haben, egal ob ihre Muttersprache Griechisch ist oder Deutsch. Ein Europa, das endlich vorangeht mit der Energierevolution. Wir kriegen Sie dank Ihrer Politik noch nicht mal mehr in Deutschland hin, Frau Merkel. Sie stellen sich hier hin und sagen, keinen Cent für die Griechen ohne Gegenleistung. Kurz vor der Wahl, Frau Merkel, fangen Sie wieder an mit dem faule Griechen-Revival. Ich finde das beschämend für ein Land. Das ist die Beschimpfung eines Landes, das extrem viel geleistet hat, auf das Sie Druck gemacht haben ohne Ende, Frau Merkel. Man kann das vielleicht so zusammenfassen: Mit der schwarz-gelben Regierung regiert die Ideenlosigkeit, es regiert das Motto gemeinsam gleichgültig. Die Verschuldung der öffentlichen Hand ist unter Kanzlerin Merkel so stark gestiegen wie unter keinem Bundeskanzler zuvor. Diese schwarz-gelbe Regierung hat über 100 Milliarden Euro neue Schulden aufgenommen. Und Frau Merkel, das ist eine sensationelle Katastrophe und nicht ein sensationeller Erfolg, wie Sie hier behauptet haben. Insgesamt sind das 500 Milliarden Euro mehr. Sagen wir es einfach mal so, diese Regierung steckt knietief im Dispo. Und die Zinsen und Zinseszinsen zahlen unsere Kinder und Kindeskinder. Generationengerechtigkeit geht anders, meine Damen und Herren. Dann kann man sich die öffentliche Infrastruktur angucken. Auch da keine Idee. Wir leben längst von der Substanz in Deutschland. Seinen wirtschaftlichen Erfolg hat dieses Land einstmals der guten Infrastruktur zu verdanken gehabt. Die geht jetzt den Bach runter. Der Bahnhof einer Landeshauptstadt ist tagelang außer Betrieb. Und jetzt sagen Sie bloß nicht, schuld sind immer die anderen, Frau Merkel. An vielen Orten sind die Straßen kaputt, Brücken baufällig. In öffentlichen Gebäuden fällt der Putz von der Decke. Städte und Kommunen fehlen insgesamt 128 Milliarden Euro. Und es fehlen die Steuereinnahmen, um das endlich zu beseitigen und diesen Investitionsstau zu beheben. Und ich weiß, Herr Brüderle, dass Sie da nie hingehen, weil Sie sich woanders rumtreiben, mit Ihren Lobbyisten Kaffee trinken gehen, statt mal zu gucken, wie es in den Schulen dieses Landes aussieht. Und dann muss man sich mal wirklich mit dem tatsächlichen Leben beschäftigen, anstatt nur auf BIP-Zahlen zu gucken. Wo ist eigentlich die Idee für die gute Kinderbetreuung? Und zwar Kinderbetreuung, die gut ist für Kinder und nicht gut für die Statistik von Frau Schröder. Was heißt es denn, wenn ich mich 20 Mal bewerben muss, um einen Platz zu bekommen? Was heißt es denn? Ist das das Beste für das Kind? Nein, da geht es um Milliarden, die fehlen, Frau Merkel. Sie haben eben gesagt, dass wir mehr Geld für Kinderbetreuung brauchen. Was machen Sie stattdessen? Sie schmeißen jedes Jahr 1 Milliarde Euro für das Betreuungsgeld zum Fenster raus. Das gehört abgeschafft, und dann können wir auch endlich in Kitas investieren, meine Damen und Herren. Und ich vermisse jede Idee in die Bildung. Kooperationsverbot, das haben Sie eingeführt, und eine 20-Milliarden-Lücke in den Bildungsinvestitionen, das ist Ihre Bilanz. Wir waren mal Bildungsnation, und wir waren stolz darauf. Heute bleiben so viele Kinder unter ihren Möglichkeiten wie nie, nur weil sie im falschen Stadtteil wohnen oder den falschen Vornamen haben oder weil ihre Großmutter nicht in Deutschland geboren wurde. Das ist Ihre Verantwortung. Das muss sich ändern mit Investitionen in Bildung und mit mehr Gerechtigkeit in einem Land, das es sich definitiv auch leisten kann, meine Damen und Herren. Und das will ich schon wissen, wen Sie eigentlich meinen, wenn Sie immer wieder sagen, uns geht es gut. Meinen Sie die 7 Millionen Menschen, die in Deutschland für weniger als 8,50 Euro die Stunde arbeiten? Meinen Sie die 2,5 Millionen Menschen, die inzwischen mehrere Jobs haben? Früher hielten wir das mal für amerikanische Verhältnisse. Heute ist das selbstverständlich in Deutschland. Meinen Sie die 3 Millionen Frauen, die in Minijobs arbeiten, ohne eigenständige Altersabsicherung, die Angst vor Armut haben?
Deutschland steht gut da. Meinen Sie, die Leute, die in Schlachthöfen für 4 € arbeiten, unter katastrophalen Bedingungen, die mit Arbeitsschutz nichts zu tun haben, Frau Merkel, 8,50 € Mindestlohn, Leiharbeit, die gleich bezahlt wird und endlich kleine Jobs, die man sich auch leisten kann, wo nicht Altersarmut vorprogrammiert ist. Das ist die Alternative zu Ihrer Politik, Frau Merkel. Und dann kann man nicht bei denen kürzen. Wenn man mal in den Bundeshaushalt schaut, sieht man das ja, die es vor allem und am nötigsten haben. Sie haben gekürzt bei den Langzeitarbeitslosen, Sie haben gekürzt bei den Alleinerziehenden und bei den Berufsrückkehrern. Und Frau Merkel, Sie haben mit Frau von der Leyen gemeinsam am Anfang der Legislaturperiode die Republik überzogen damit, dass es eine Armutsgefährdung in Teilen der Bevölkerung gebe, gerade im Alter. Und ja, das stimmt. Und was haben Sie gemacht? Doch der Rentenreformentwurf ist im täglichen Gezänk mit der FDP immer kleiner und kleiner geworden. Und am Schluss hat er sich komplett in Luft aufgelöst. Wir brauchen endlich die Bekämpfung der Altersarmut mit einer Garantierente, gerade für die Frauen in dieser Republik, die sich nämlich nicht mehr werden leisten können, dafür zu sorgen. Die müssen in Arbeit kommen. Und wir müssen bei denen, die das nicht mehr tun können, dafür sorgen, dass sie mit einer Garantierente im Alter abgesichert sind und nicht in Armut fallen, meine Damen und Herren. Und Ideen bei der Gesundheitsversorgung, Fehlanzeige. Wer gesetzlich krankenversichert ist, wartet nicht nur doppelt so lange auf den Termin beim Hausarzt, sondern noch mal doppelt so lange, bis der Facharzt Zeit hat. Und fragen Sie mal Alte oder chronisch Kranke oder Menschen mit Behinderungen, denen mehr und mehr Leistungen vorenthalten werden. Oder fragen Sie mal nicht die Lobbyisten, fragen Sie mal die Ärzteschaft. Die sagt Ihnen nämlich längst mehrheitlich, wir wollen eine Bürgerversicherung. Ich will, dass wir endlich wieder zu einem Zustand kommen, wo man beim Arzt anruft und gefragt wird, was fehlt einem denn, und nicht, was haben Sie für eine Versicherungskarte. Das ist die Alternative zwischen uns und Ihnen, Frau Merkel. Deutschland steht gut da. Fragen Sie mal die Flüchtlinge, die hierher kommen und hoffen, dass sie endlich in Sicherheit sind. Und die dann hören, dass wir eine Krise hätten oder Überforderung. Statt sich hier hinzustellen und mit dem Blick auf die furchtbare Situation in Syrien die Türen aufzumachen und zu sagen, natürlich können wir mehr von diesen Flüchtlingen aufnehmen, natürlich können wir sie sicher unterbringen hier in Deutschland, machen Sie die Tür wieder zu und sagen, wir reden von Überforderung in unserem Land mit Herrn Friedrich an der Spitze. Oder fragen Sie mal die jungen Leute, ob es denen gut geht, die Sie zwingen, sich entweder gegen das Land zu entscheiden, in dem Sie aufgewachsen sind, oder das Land, in dem Ihre Großeltern geboren wurden. Wo ist Ihre Idee von einem Land, in dem man gut leben kann, gerade wenn man unterschiedlich ist, wo doch jeder weiß, dass nur solche Gesellschaften erfolgreich sind, Frau Merkel? Nein, Ihr Deutschland geht es gut, hat nichts mit der Lebensrealität der Menschen hier zu tun. Meine Damen und Herren, für diese schwarz-gelbe Bundesregierung ist Deutschland kein Gemeinwesen, sondern eine einzige Lobbyrepublik. Diese Kanzlerin und ihre Regierung haben keine Idee von sozialer Gerechtigkeit. Man braucht sich nur den Bundeshaushalt anzuschauen. Sie kürzen bei den Kindern, bei den Arbeitslosen, bei den Kranken, bei der Entwicklungszusammenarbeit mit den armen Ländern, und sie zeigen den Mietern die kalte Schulter. Aber anderswo. Anderswo haben Sie mächtig draufgelegt. Ihre Hotelsteuer hat uns inzwischen 4 Milliarden € gekostet. Und wir geben permanent 1,8 Milliarden € aus für ein Dienstwagenprivileg, mit dem wir Geländewagen fördern. Ein Dienstwagen, den braucht vielleicht ein Förster oder ein Bauer, aber niemand, der normal zur Arbeit fährt und zurück. Das ist eine riesige Einsparmöglichkeit, die Sie nehmen können. Und dann brauchen Sie nicht bei den Armen und Arbeitslosen zu sparen, Frau Merkel. Und man kann ja das alles zusammenfassen, wie das Herr Laumann gemacht hat, Ihr CDU-Freund aus Nordrhein-Westfalen. Der hat wirklich gesagt, sozialpolitisch waren die schwarz-gelben Regierungsjahre verlorene Jahre. Ich finde, er hat recht, leider. Deutschland könnte gut dastehen bei der großen Aufgabe unserer Zeit, bei der Energiewende. Deutschland könnte so gut dastehen, aber in Deutschland herrscht
bei Ihnen, bei Schwarz-Gelb, Ideenflaute und handwerkliche Inkompetenz. Sie wollen die Dynamik bremsen, haben Sie hier gesagt. Das ist die Ausbaubremse für erneuerbare Energien, die Sie hier wieder angekündigt haben für Ihre Politik, Frau Merkel. Ich glaube, ehrlich gesagt, Schwarz-Gelb die Energiewende machen zu lassen, das ist ungefähr so schlau, als ob man Lehman Brothers beauftragen würde, die Eurokrise zu managen, meine Damen und Herren. Und das wirklich Tragische daran ist, die schlechte Umsetzung ist von Ihnen auch politisch gewollt. Sie fahren die Energiewende sehenden Auges an die Wand, und die Energiekonzerne mit ihren Kohlekraftwerken, mit ihren Renditen lachen sich am Ende noch ins Fäustchen. Wir produzieren so viel Kohlestrom wie Anfang der 90er Jahre. Das hat nichts mehr mit Energiewende zu tun, meine Damen und Herren. Das ist Konterrevolution in der Energiepolitik. Und dass der CO2-Ausstoß steigt, das ist Ihre Verantwortung, Frau Merkel. Und das heißt mehr für den Klimawandel und das heißt mehr für unsere Umwelt als nur die Frage, wie es mit den erneuerbaren Energien weitergeht. Es mag Ihnen ja pathetisch vorkommen, aber ich bleibe dabei. Ich will, dass auch noch unsere Enkel Zitronenfalter nicht nur aus dem Lehrbuch kennen. Ich bleibe dabei. Ja, ich weiß, dass Ihnen sowas völlig egal ist. Aber ich bleibe dabei, dass ich will, dass auch noch die nach uns kommen saubere Luft atmen können. Und ich bleibe auch dabei, dass ich will, dass wir unseren Lebensstil nicht auf Kosten der ärmsten Weltregionen leben, meine Damen und Herren. Und deswegen braucht es die Energiewende. Und ich bleibe auch dabei, dass wir statt jedes Jahr 1 Milliarde in die Massentierhaltung zu stecken, endlich dafür sorgen sollten, dass gesundes Essen und Tierschutz zusammengehören und dass nicht so viele Antibiotika inzwischen in den Tieren sind, dass man wahrscheinlich, Frau Aigner, eines Tages die Weißwurst nur noch rezeptpflichtig bekommen wird, meine Damen und Herren. Und dann lassen Sie ganz nebenbei die Menschen auch noch bei der Stromrechnung im Regen stehen. Wir haben millionenfach Stromarmut in Deutschland. Und es hat nichts mit Marktwirtschaft zu tun, wenn durch die Erneuerbaren der Börsenstrom sinkt und die Verbraucher trotzdem immer mehr bezahlen müssen. Und Herr Brüderle, als Sie angefangen haben als Wirtschaftsminister, da war die EEG-Umlage 1,5 Cent. Jetzt haben wir 5,5 Cent. Das ist Ihre Verantwortung, das ist Ihre Energiepolitik und das ist das Ende von einer Strompreisverantwortung für die Verbraucherinnen und Verbraucher. Und die Zeche Ihrer Politik, die zahlen die Mittelständler, die zahlt der Student und die zahlt die Oma von nebenan. Die Zeche zahlen diejenigen, die es sich nicht leisten können, meine Damen und Herren. Und deswegen sagen wir ganz klar, wir können sofort 4 Milliarden Euro einsparen und den Strompreis sinken mit einer anderen Politik. Und dann kann man dafür sorgen, dass Strom bezahlbar bleibt, dass Energie bezahlbar bleibt, weil uns Sonne und Wind keine Rechnung schicken und weil wir dafür sorgen, dass es keine sinnlosen Ausnahmen mehr gibt und dass es auch keinen Ausweich mehr gibt. Nicht beim Fracking, nicht bei der Kohle und auch nicht bei denen, die heimlich schon wieder über neue Laufzeitverlängerungen für Atomkraftwerke nachdenken, meine Damen und Herren. Sie haben keine Ideen, und Sie engen damit natürlich die Spielräume der kommenden Generationen ein. Und ausgerechnet Sie, Herr Brüderle, Sie an der Spitze, werfen uns vor, wir wären eine Verbotspartei. Da kann ich nur sagen, Herr Brüderle, lieber einmal in der Woche freiwillig Spinat mit Ei als jahrelang unfreiwillige Überwachung durch die NSA, meine Damen und Herren. Und wenn wir schon dabei sind, will ich Ihnen ein paar Verbote nennen, die wir gerne abschaffen wollen. Das Adoptionsverbot für Lebenspartnerschaften, das Arbeitsverbot für Asylbewerber, das Verbot der doppelten Staatsbürgerschaft abschaffen, Wettbewerbshürden im Energiemarkt abschaffen, gerne auch das Verbot, Fahrräder im ICE mitzunehmen. Aber einführen wollen wir auch etwas. Wir wollen zum Beispiel einführen das Verbot, Rüstungsexporte an Diktatoren zu liefern. Meine Damen und Herren, ja, da verbieten wir gerne etwas.
Deutschland steht gut da, sagen Sie. Ja, Deutschland steht. Und obwohl viele was tun, bewegt sich unter Ihrer Regierung nichts mehr. Deutschland wird sich aber anstrengen müssen, ökologisch, ökonomisch und eben auch sozial. Aber dafür braucht es Leidenschaft. Dafür braucht es eine Regierung, die etwas bewegen will und keine, die sich selbst verwaltet. Dafür braucht es eine Regierung, die einen Plan hat und eine Vision, eine Idee davon, wo es hingehen soll. Eine Regierung, die nur an BIP und Bonus denkt, Frau Merkel, und Ihre Art, das Land still zu lächeln, haben ausgedient. Es braucht eine neue Regierung, es braucht Bewegung jetzt, meine Damen und Herren. Katrin Göring-Eckardt war das, die Spitzenkandidatin, eine der Spitzenkandidaten von Bündnis 90, die Grünen. Für